Das letzte Jahr der DDR. Da ist so viel in 12 Monaten passiert, wie vielleicht sonst in 12 Jahren nicht passiert. Es war die völlige Freiheit und eine herrliche Anarchie in der Zeit. Plötzlich scheint alles möglich, auch in der Politik. Es war eine Zeit mit vielen Initiativen, wo nicht über Rindenkacke den Ton angegeben haben, sondern Leute, die über alle Schatten gesprungen sind. Das alte Regime fällt in sich zusammen. Es war quasi eine gesetzlose Zeit, eine ganz kleine Zeitspanne, in der ihr da einfach gemacht habt. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Ihr habt gar nichts mehr zu sagen. Das ist Anarchie. Stell dir mal vor, du gehst vor eine Polizist und sagst immer, du Pappenfass. Es tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Die Mauer ist gefallen. Die Menschen in Ostdeutschland greifen nach der Freiheit. Bald wird es keine DDR mehr geben. Die beiden deutschen Staaten unterschreiben eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Im Sommer kommt die D-Mark in den Osten. Deutschland wird Weltmeister. Nach 40 Jahren Teilung feiern die Deutschen ihre Wiedervereinigung. Das letzte Jahr der DDR. Nach jahrzehntelangem Stillstand ist für die Menschen in Ostdeutschland plötzlich nichts mehr, wie es war. Es war quasi eine gesetzlose Zeit, eine ganz kleine Zeitspanne, in der man eigentlich nach einer Form suchte und gar nicht mehr wusste, wie läuft denn jetzt was ab. Und jeder einfach gemacht hat. Und in dieser kurzen Zeit alles möglich war. Das ist so atemberaubend vom Ablauf her. Ich habe in diesem Jahr unter anderem gelernt, dass man mit fast keinem Schlaf trotzdem frohgemut leben kann und auskommt. Das war einfach so, weil sie hatten scheinbar so viel Adrenalin im Blut. Da ist so viel in 12 Monaten passiert, wie vielleicht sonst in 12 Jahren nicht passiert. Es war die völlige Freiheit und eine herrliche Anarchie in der Zeit. André Streng ist damals 18. Er und viele andere Jugendliche nehmen sich jetzt Freiheiten, die zu DDR-Zeiten im Gefängnis geendet hätten. Wir haben in irgendwelchen Abrisshäusern wilde Partys gefeiert. Wir hatten eine tolle Idee mit einer eigenen Kneipe. In dem Haus, wo ich als kleiner Hausbesetzer reingezogen bin, da war noch eine Erdgeschosswohnung frei. Einfach ein Loch in die Wand gehackt, oben ein Balken, unten ein Brett. Das war der Tresen. Es entstanden ja haufenweise Kneipen in Wohnzimmern. Wirklich Rott, das würdest du heute gar nicht mehr durchkriegen. Rein aus Hygienegründen nicht. Den Strom zapfen die Partymacher einfach aus den Nachbarhäusern. Konsequenzen haben sie nicht zu befürchten. Irgendwelche, ich sag's mal, Clubs, die haben jahrelang so existiert. Da gab es also weder eine Baugenehmigung, ein Brandschutzkonzept, eine Schankgenehmigung, noch irgendwas. Also noch hat man einen Mietvertrag gehabt, sondern da einfach nur die Tür aufgemacht und hat gesagt, oh, schön hier. Ja, wir bauen das dorthin, da kommt die Bar hin und los geht's. Das war die große Freiheit in den Köpfen. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und da hatten wir mal wirklich ein, zwei Jahre eine tolle Anarchie, wo keine Steuer, keine Behörde, kein Ordnungsamt eingequält hat. Eigentlich als wild würde ich die Zeit bezeichnen. Also wild im Sinne von, es waren halt auch eben Haufen Verrückte unterwegs und jeder wollte sich natürlich auf seine Art und Weise verwirklichen, ja, und wollte einfach seine Träume, die er so hatte, im Kopf umsetzen. Auch für viele Erwachsene erfüllt sich manch lang gehegter Traum. In den ersten Monaten nach der Maueröffnung werden die Sexshops von ostdeutscher Kundschaft geradezu überrannt. In der DDR war das Geschäft mit der Lust offiziell verboten. Monika Hüfner-Sekora erkennt die Marktlücke und eröffnet einen der ersten Erotik-Shops in Leipzig mit Filmverleih. Das war am Anfang also absoluter Renner jetzt, ne? Die sind mit Reisetaschen gekommen am Wochenende, Freitag, ne? So, und
haben mir 40 Videos mitgenommen, wo ich dachte, oh Gott, die sitzen ja nur vom Fernseher oder so. War für mich ein gutes Geschäft. Man ist gar nicht hinterhergekommen, wie schnell und wo überall ein Sexshop geöffnet hat. Was da alles abging. Wir sind rausgegangen und gesagt, wow. Sexspielzeug und Videos werden schon vor der Währungsunion gekauft. In Erotikshops und per Katalog. Zum Beispiel bei Beate Use. Aber das Westgeld ist begrenzt. Auf die heißen Artikel aus Flensburg will man trotzdem nicht verzichten. Ich habe Ihr Paket erhalten und möchte Ihnen recht herzlich dafür danken und standen vor lauter Freude die Tränen in den Augen. Und nun möchte er gerne natürlich öfter was kaufen und das ist, solange da noch keine Währungsunion ist, ja etwas schwer. Und er bietet uns an, uns frischen ökologischen Spargel zu liefern. Und da werden meine Mitarbeiter und ich ja ganz gerne von Gebrauch machen. Die Ostdeutschen holen nach, was ihnen bisher vorenthalten war. Denn im Sozialismus der DDR galt Porno als dekadenter Auswuchs des Kapitalismus. Sexfilme waren offiziell verboten und nur unter der Hand zu kriegen. Es gab ja zu DDR-Zeiten in dieser Richtung nichts. Man hatte mal immer vielleicht einen kleinen privaten Pornofilm gedreht. So wie jetzt die Freiheit rüberschwappte, diese ganze Videogeschichten, die Sexgeschichten, so wollten wir das dann auch leben. Und so haben wir das am Anfang ganz extrem gelebt. In der DDR gab es offiziell auch keine Stripperinnen, dafür aber sogenannte erotische Tanzdarbietungen. Das Metier von Heidi Witwer. Das, was ich da gezeigt habe, gab es nicht offiziell. Alle Leute waren ausgehungert, die Wessis hatten es, die Ossis wollten es. Da bin ich da los mit meinem Melkeimer und bin die Heidi von der Alm. Und da habe ich den Leuten gezeigt, nicht wo der Hammer hängt, aber ich habe denen gezeigt, wie so ein Sachsenmädel aussieht, wenn die sich nackig macht, ne? Auf lustig. Das Konzept geht auf. Für das blonde Sachsenmädchen lohnt sich das Geschäft mit der nackten Haut. Wenn ich jetzt 10 Minuten aufgetreten bin und habe 250, 300 Mark verdient, das muss man schon mal in einem Jahr machen, das ist extrem. Extrem geht es auch bei den Jugendlichen im Osten zu. Die große Freiheit der Wendemonate ist für viele Aufbruch in ein neues Leben. Christian Wolf ist damals 16. Meine Eltern, die haben sich schon schwer im Kopf gemacht. Ne? Und die waren halt viel mit sich selber beschäftigt. Und das habe ich eben bei meinen Freunden auch gesehen. Da hat halt eben dann auch keiner drauf geachtet. So nach dem Motto, wann kommt denn wer nach Hause? Wo kommt denn der her? Wie läuft denn der rum? Was macht denn der überhaupt? Ein Freifahrtschein für Teenager. Erwachsen werden in einer Art Rausch zwischen den Zeiten. Die Stadt als großer Abenteuerspielplatz. Es gab ja so riesige illegale Schrottplätze. Und da haben die Leute halt einfach ihre alten Autos hingefahren und haben die einfach dort stehen lassen. Getankt mit Schlüssel hin und her. Ja, da sind wir natürlich hin und haben uns dort Autos geholt. Und sind also dort auch entweder dort auf diesem Schrottplatz irgendwelche Schrottplatzrennen gefahren oder eben auch durch die Stadt gekutscht mit den Autos. Und die Karre voll und da rumgefahren und oh, jetzt ist der Tank alle oder es ist kaputt das Auto. Dann hast du es halt irgendwo stehen lassen. Doch die neue Freiheit hat auch Schattenseiten. Also es war eine Situation von Gewalt in dieser Stadt, dass ich nachts viele Leute überlegt haben, wo sie langlaufen und dass man bestimmte Plätze gemieten hat. Die Leute haben mehr oder weniger so gedacht, das ist so ein rechtsfreier Raum. Also es gab Einsätze von Schutzpolizisten, die dann rausgefahren sind, insbesondere dann bei Jugendlichen, wenn die dann auch noch angetroffen worden sind, die dann irgendwelche Sachbeschädigungen oder sowas begangen haben. So 15, 16-Jährige, die haben da so gedacht, das ist jetzt so wilder Osten, wir machen jetzt mal hier, was wir wollen, die haben uns gar nichts mehr zu sagen. Ja. Die Ordnungshüter haben eigentlich noch alle Befugnisse. Die Gesetze der DDR gelten nach wie vor. Aber von Polizei und Stasi will sich niemand mehr etwas sagen lassen. Die haben ja bis September, Oktober 1989 diese Republik geschützt mit Knüppeln. Hallo, wir
die haben ja dann nicht ein halbes Jahr später die kompletten Leute ausgetauscht gehabt, sondern es waren dieselben Polizistinnen, Polizisten, die vorher im Sinne oder für die DDR geknüppelt haben, waren da und sollten jetzt plötzlich was verteidigen, schützen, für Recht sorgen, was ja gar nicht definiert war. Wenn die Polizei aufgetaucht ist, da gab es natürlich schon Buhrufe und Bullen weg und sowas alles, ja. Und von denen, die extrem war, Stasi, Stasi und so. Also mit dem Schimpfwort Stasi konnte man ja alles schlecht machen, was überhaupt irgendwie irgendetwas durchsetzen wollte. Und selbst wenn es Recht und Gesetz war. Da waren zwei ehemalige DDR-Polizisten und ein Typ. Und hat zu denen gesagt, immer ihr zwei Bappnasen, was, ihr könnt mir gar nichts mehr. Ihr habt gar nichts mehr zu sagen. Wir sind nicht mehr in der ehemaligen DDR, wir sind jetzt... Ja, da habe ich aber da gestanden, konnte wirklich nichts machen. Das ist Anarchie. Stell dir mal vor, du gehst vor einen Polizisten und sagst immer, du Bappnasen. Mit dem Verfall der staatlichen Autoritäten bleiben viele Zuständigkeiten ungeklärt. Es gibt Straßen, in denen fast alle Häuser verlassen sind. Niemand scheint sich für die leerstehenden Gebäude verantwortlich zu fühlen. Die Stunde der Hausbesetzer. Eigentlich sind das wie Groß-WGs, muss man sich das vorstellen. Das Wohnen in diesen Häusern. Die Einrichtung der Häuser war natürlich eher spartanisch. Niemand hatte wirklich Kohle. Wasseranschluss war gegeben, Strom zum Teil vom Nachbarn mit einer langen Kabel über den Hof, um das abzusichern. Ja, das war halt so. Ja, Hausbesetzung. Das ging ja sofort nach der Wende los. Klar, im ganz großen Stil auch in Berlin, ne? Im Ostteil der Stadt werden in den Monaten zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung 130 Häuser besetzt. Vor allem in den Stadtteilen Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain. Anfangs wohnen hier nur Ostberliner, doch bald kommen auch Westler dazu. Die Besetzer renovieren, reißen Wände ein und bauen Gemeinschaftsküchen. Zentrum der Besetzerbewegung ist die Mainzer Straße. Rund 300 Bewohner verwirklichen hier ihre Vorstellung vom selbstbestimmten und alternativen Leben. Die Besitzverhältnisse waren nicht klar. Das heißt, irgendwann stand auch mal ein dickes Auto davor mit irgendeiner Frau, die dachte, die könnte jetzt irgendwie mit uns darüber reden, weil sie Erbin wäre oder sowas. Aber es war egal, die ist wieder gefahren. Das lief einfach weiter. Es war ein ganz komischer, halb geduldeter, halb irgendwas Moment. So, ja. Im Herbst 1990 wachen die Behörden auf. Die Polizei beginnt, erste Häuser zu räumen. Die Szene fühlt sich provoziert. Es kommt zu erbitterten Straßenschlachten. Es ging ja dann eine ganze Woche, wo da also Bürgerkriegszustände, da stieg Qualm auf und da wurden Molotow-Cocktails so groß wie Weinballons auf die Straße geschmissen. Das war wirklich nicht mehr fein. Und da hat man dann auch dann mit diesen Räumautos und Wasserwerfer, was man so aus dem Straßenbild in der DDR ja überhaupt nicht kannte, richtig reingehalten. Also da wurden dann vorne dann diese Panzerautos darin und dann mit Schild vorne dran und wurde alles geräumt. Das waren natürlich dann schon so Sachen, die man so noch nicht erlebt hatte. Die Frage der deutschen Einheit ruft die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auf den Plan. Frankreich und England wehren sich gegen ein vereintes, großes Deutschland. Die Amerikaner sind dafür. Am Ende entscheidet die Zustimmung der Sowjetunion. Im September kommt es in Moskau zum erfolgreichen Abschluss der sogenannten 2+4-Verhandlungen. Deutschland kann wieder eins werden. Im Osten entlädt sich die Wut der Bevölkerung auf die verhasste Staatssicherheit. Ab Dezember 1989 besetzen und stürmen Bürger zahlreiche Stasi-Zentralen. Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Die Bevölkerung erobert die Büros des bislang allmächtigen Staatssicherheitsdienstes. Bürgerrechtler wollen vor allem die Vernichtung der Akten stoppen. Sie sichern Unterlagen und lassen Schränke versiegeln, um die spätere Aufarbeitung zu ermöglichen. Unter den Besetzern in Dresden ist Sonja Fischer. Man hat die Akten dann reingeschmissen in die Säcke und hat die Säcke dann nach Dresden in die Untersuchungshaftanstalt geschafft. Und dort wurden die Zellen versiegelt, sodass die Akten erstmal sicher waren. Und man hat natürlich auch jede Menge Material gefunden, was schon zerrissen war. Also da hätte man heulen können, wie das aussah. Das sind alles Akten gewesen. Siehst du noch die Aktendecke? Im Grunde genommen auch ein Stück
Vernichtungsversuch. Ne? In der Dienststelle, wo ich da vorher war, in Eisenberg, da war das ganze Thema schon abgeräumt, weil die hatten schon sehr zeitig dort begriffen, auch im Gegensatz zu den erteilten Befehlen und Weisungen hatten die dort schon sauber gemacht. Wie viele Akten die Stasi wirklich vernichtet hat, ist bis heute unklar. Doch allein die gefundenen Papierschnipsel füllen fast 16.000 Müllsäcke. Also für mich war es schon eine Genugtuung, überhaupt da ranzukommen und zu sagen, stopp, jetzt. Jetzt haben wir hier das Sagen. Ne? Da waren von jedem DDR-Bürger, der einen Antrag auf einen Personalausweis gestellt hat, ein Formular als Schriftprobe. Und das hat für mich so dieses Ausmaß dieser Verachtung eigentlich. Das ist eine totale Menschenverachtung gewesen. Wir haben zwar alle ein Stück weit gewusst, wozu die fähig sind, aber das Ausmaß, das war schockierend wirklich. Ich habe keinen Gewissenskonflikt gespürt, nachdem die Sache im Bach runtergegangen ist. Ich hatte meinen Gewissenskonflikt als überzeugter Marxist mit dem System zu brechen. Das war ein Thema für mich. Aber für mich persönlich hat es nie das Thema gegeben, dass ich jetzt irgendwo hingehen musste und sage, ja, nun wollen wir uns doch mal hinsetzen und unterhalten. Mit dem Mauerfall zerbricht auch die Macht der Staatssicherheit. 40 Jahre lang hatte sie mitentschieden, wer ins westliche Ausland reisen durfte und wer nicht. Das ist jetzt vorbei. Die Menschen hält nichts mehr und niemand kann sie aufhalten. In den ersten zwei Tagen strömen 3 Millionen DDR-Bürger über die Grenze. Mein schönstes Erlebnis war, als wir rüberfahren durften, nach etlichen Schlangen und Anstehen, auf die Abus rauf. Da kamen die Westberliner mit ihren Fahrzeugen, überholten uns und zeigten an, mach mal den Fenster runter. Dann haben wir das Fenster runter gemacht, Beifahrer, dann schmissen sie Bananen rein und dann schmissen sie für die Kinder Süßigkeiten rein. Das ist Überraschung, ich kann das ja nicht fassen. Ich könnte wählen. Ich möchte bloß meine Verwandtschaft überraschen, komm wieder zurück. Schon bald zieht es die DDR-Bürger in die Ferne. Endlich Neues entdecken. Aber noch mangelt es in Ostdeutschland an Reisebüros. Das ist die Stunde für Pioniere wie Gesine Jüttner. Ja, der Antrag war wirklich, das war schön. Man stand Schlange und die Reisen habe ich verkauft, wie man heute vielleicht Brötchen verkauft. Also wir haben nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Wir hatten damals ja noch keine Computer. Kann heute niemand mehr verstehen, wie man da anfangen konnte. Nur Reisen zu verkaufen genügt Gesine Jüttner nicht. Sie will selbst die Welt sehen und fährt als Reiseleiterin mit. Und das war natürlich sensationell nach Amerika. Das ging ab Amsterdam-Schiphol los. Wir sind alle mit dem Bus nach Amsterdam gefahren. Waren immer so 50 Leute pro Gruppe. Ja, das war unvergleichlich, ne? Ich habe mir ein Kaugummi in die Gusche geworfen, habe gedacht, so, jetzt sprichst du amerikanisch. 40 Jahre lang ein unerfüllter Traum. Jetzt erkunden DDR-Bürger in Scharen das kapitalistische Ausland. Und dann sind wir durch den Gotthard und dann auf der anderen Seite plötzlich diese ganz andere Welt. Der hatte ich ja vorher noch nie gesehen. Palmen. Wenn Sie immer den Drang haben, oh, Sie möchten gerne mal auf den Eiffelturm, Sie möchten auf die Akropolis, Sie, ach, was gibt's noch? Eigentlich die ganze Welt, ich kann gar nichts ausschließen, ne? Und dann sind Sie dort und denken Sie, kneif mich, es ist wahr, ich bin hier und weiß, ich kann es noch mal sehen, wenn ich will. Es ist nicht das letzte Mal, ne? Ja. Das ist immer der Punkt, wo man immer wieder weich wird. Gereist wird auch gern mit dem Auto. Am besten natürlich mit einem Modell aus dem Westen. Die Nachfrage ist immens. Und so ergießt sich eine riesige Gebrauchtwagenlawine über die DDR. Bis September 1990 werden rund 450.000 Autos zugelassen. Überwiegend gebraucht und aus dem Westen. Die Zulassungsstellen kommen kaum noch hinterher. Jeder wollte ja ein Westauto haben. Trabis waren ja out gewesen auf einmal. Da hast du ja Trabis an der Ecke stehen sehen, die haben sie einfach stehen gelassen, weil sie jetzt ein Westauto hatten. Also von den Westauto hatten sie nicht viel, weil die meisten waren Motor kaputt, Getriebe, irgendwas ist kaputt gewesen. Also so hat man die Leute reingelegt.
Viele haben einfach ihren Garten und ein großes Grundstück zur Verfügung gestellt und es standen Autos da, die zwischen Hamburg und München vielleicht 500 D-Mark gekostet hätten oder niemand gekauft hätte. Die haben sie dann hier für 2000 verkauft und es war trotzdem immer noch ein riesen Unterschied zwischen deinem Trabant, den du hattest, oder deinem Wartburg. Wenn sie rosten, ab in den Osten. So heißt es unter Insidern. Eine strenge Kontrolle des technischen Zustandes der Gebrauchten wie den TÜV gibt's in der DDR noch nicht. Defekte und Unfallschäden sind mitunter nur notdürftig kaschiert. Ich erinnere mich an verschiedene Dinge, dass eben doch der Boden mit Holz ausgebessert war, dass man Löcher im Boden hatte, dass man nicht auf die Straße treten konnte, dass große Löcher kaschiert waren durch aufgeklebtes Backpapier oder Bleche. Der Spieler war ganz happy und kam zu mir und hat gesagt, Mensch Trainer, ich habe ein neues Auto gekriegt, du kannst dich gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt ein Opel. Dann ist er nach 2 Tagen gekommen und hat gesagt, Trainer, noch stelle ich mir vor, was mir passiert ist. Mir ist direkt der ganze Motor ist mir auf den Boden gefallen. Doch es geht auch anders. Wenn man Glück hat, verrichtet der gebrauchte Westwagen noch Jahre seinen Dienst und fühlt sich natürlich viel besser an als ein Tabby. Meine Eltern haben sich als erstes einen Fiat Uno gekauft. Ich glaube auch einen gebraucht. Dieser kleine Fiat Uno war keine Schrottkarre. Das lief wie am Schnürchen, das Teil. Es fuhr. Was wollte man mehr? Die vielen Westautos beeinflussen auch die Verkehrssicherheit im Osten. Immer mehr und immer stärkere Wagen. Das hat dramatische Folgen. Die Zahl der Unfalltoten steigt rasant. 1988 sterben auf den Straßen der DDR noch weniger als 2000 Menschen. 1991 schon fast 4000. Der spektakulärste Unfall ist dann letztendlich glimpflich ausgegangen, obwohl das Fahrzeug durch einen Baum so in der Mitte getroffen wurde, dass es krumm war wie eine Banane. Hat der Fahrer Glück gehabt, ihm wurde der Oberschenkel durchtrennt und der konnte das überleben. Und er hat sich auch nicht abhalten lassen, noch schneller Autos zu kaufen. Der Kauf der alten Autos vom Klassenfeind kommt erst mit der Währungsunion so richtig in Schwung. Am 1. Juli kommt die lang ersehnte Westmark in die Nord-DDR. 3 Monate vor der eigentlichen Wiedervereinigung. Der Grund ist klar, die Politik hat Angst vor einer Massenflucht. Damals stand dieses Land mit noch 16 Millionen Einwohnern kurz vorm Zusammenbruch. Das darf man nicht vergessen. Leute haben nicht nur gesagt, sondern sie haben es getan. Entweder die D-Mark kommt zu uns oder wir gehen zu ihr. In Berlin stehen die Menschen schon seit Mitternacht an oder kampieren vor den Banken. In Ostdeutschland sieht man an diesem Tag vor allem eines: lange Schlangen an den Bankschaltern. Als würde das Geld morgen ausgehen. Ich weiß gar nicht, was das war, ob das auch eine Unsicherheit war, dass manche vielleicht dachten, oh, wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Aber ich hatte eh nichts auf der Bank. Was hatte ich denn auf dem Sparkonto? 200 Mark? Ostmark. Da sind ja welche gekommen mit taschenweise Ostgeld. Ich weiß gar nicht, wo die das herbekommen haben. Entweder haben sie Druck in der Druckerei im Keller gehabt oder irgendwas. Und ich erinnere mich, dass das Geld sehr stark gerochen hat. Also das waren Gerüche. Und ich habe dann auch nach dem ersten Ansturm tatsächlich immer wieder die Menschen angesprochen und befragt, wo das Geld dann gelegen hat. Weil das hat sich definitiv nicht auf einem Sparkonto befunden vorher. Sondern ich glaube, das waren irgendwie Gelder, die in Sparstrümpfen oder in irgendwelchen Scheunen oder sonst wo versteckt wurden. In der ersten Juliwoche werden 8,5 Milliarden D-Mark an DDR-Bürger ausgezahlt. Die Umtauschsätze sind lange umstritten. Da entsinne ich mich, dass 1:1 keine großen Anhänger hatte und dass für 1:1 auch nur das Argument sprach, deutsche Einheit, wir können nicht eine neue Mauer errichten. Die Erwachsenen durften bis zu 4.000 Mark 1:1 umtauschen und die älteren Bürger, beginnend ab dem 60. Lebensjahr, durften bis zu 6.000 Mark umtauschen 1:1. Und dieser Modus dann 1:2 für das Restgeld fand ich auch sensationell. Beim Umtausch sind die Ostdeutschen erfinderisch. Viele haben zu viel auf der hohen Kante für 1:1. Unter Verwandten und Freunden kommt es zu allerlei diskreten Transfers.
Wir hatten eigentlich viel Geld, also mehr als wie wir tauschen konnten. Hatte aber Freunde, die nicht so viel hatten und hatte die Möglichkeit, denen das Geld dann, was ich mehr hatte, zu geben. Und die konnten dann 1:1 tauschen. Und ich habe das dann praktisch mir wiedergeben lassen von meinen Freunden und habe denen einen kleinen Obolus gegeben und habe gesagt, okay, danke. Sodass ich eigentlich mein ganzes Geld, was ich hatte, 1:1 getauscht habe. Mit der D-Mark kommt auch eine Welle ungekannter Kriminalität in den Osten. In Banken und Sparkassen liegt jetzt Geld, mit dem man auch wirklich etwas kaufen kann. Ich bin seit 1970 in Magdeburg bei der Kripo gewesen und wir hatten während der ganzen Zeit nicht einen einzigen Überfall auf eine Bank oder eine Sparkasse. Aber nach der Wende ging das dann rapide aufwärts und einmal hat ein Täter eine Bankangestellte angeschossen, durch den Arm geschossen und derselbe Täter hat dann wenig später in einem Supermarkt einen Zeugen, der während des Überfalls einfach nur gesagt hat, ey, lass doch den Scheiß, eiskalt durch den Kopf geschossen. Ja, also. Die Westmark ist im Osten angekommen. Der Run auf die bunten Produkte kann losgehen. Das Konsumverhalten der Ostdeutschen hatte kurz nach dem Mauerfall Anlass zu Spott aus dem Westen gegeben. Das Satiremagazin Titanic macht sich auf seine Weise über die Kauflust der Ossis lustig. Zonengabe, ja, ja. Das war schon hart. Das war schon hart, aber ich habe gelacht. Man muss sich ja auch nicht bei jedem Scheiß angesprochen fühlen. Nicht jeder war eine Zonengabi. Genauso wie nicht jeder Westler Manta gefahren ist. Ja. Tatsächlich ist der Drang nach Bananen und Orangen anfangs besonders groß. Vielerorts spielen sich ungewohnte Szenen ab. Die negative Erinnerung, die ich habe, wie sie die Bananen unter die Leute geschmissen haben, also da kamst du dir schon ein bisschen bescheuert vor. Erstens habe ich mich für unsere eigenen Leute geschämt. Da gab es ja nun auch genügend Leute, die sich dann auch draufgestürzt haben. Und zweitens fand ich aber, ich dachte, sag mal, Leute, sind wir im Zoo? Sind wir Affen oder was ist hier los? Die wollten alle nur Westsachen machen. Cola, Klamotten, Brot, alles, alle Westsachen wollten die haben. Da war alles aufgekauft, Süßigkeiten, Bananen. Alles, was im Westen gegeben hat, wollten die haben. Dieses Ausgehungertsein nach allem anderen. Also in der DDR gab es ja wirklich von jedem Produkt maximal 2 Varianten oder 3. Eine billige, eine mittelmäßige und eine ganz teure aus dem Exquisit oder Delikat oder wie es damals hieß. Und plötzlich gab es so ein Überangebot. Kurz nach der Grenzöffnung kommen die ersten Westprodukte in die Regale der DDR-Supermärkte, Konsum und HU. Die Westdiscounter machen sich erst mit der Währungsunion in Richtung Osten auf. Pionier ist Aldi. Die erste Filiale entsteht in einer alten Scheune. Nach nur 3 Wochen Umbauzeit geht's los. Anfang August im brandenburgischen Küritz. Bevor der Aldi öffnete, stand schon da, also ich will es nicht viel sagen, aber bestimmt 200, 300 Mann und haben gewartet, dass es nur endlich rein durften. Die Einkaufswagen, die haben natürlich nicht hin und nicht her gereicht, das waren einfach zu wenig und da gab es schon unter den Kunden ein bisschen Rempeleien. Auch die Parkplätze haben zu der Zeit gefehlt. Also teilweise blankes Chaos. Die Polizei musste einschreiten, um das Ganze mal in die Wege zu leiten. Es war eine wilde Zeit. Im August 1990 trägt sich das DDR-Parlament im Palast der Republik selbst zu Grabe. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990. beschlossen. Während manche noch der DDR nachtrauern, haben andere längst die Chance zum Neuanfang ergriffen. Im thüringischen Weida entsteht im März 1990 der erste Quelle-Shop der DDR. Die Betreiber sind vor Jahren in den Westen ausgereist. Jetzt kehren sie zurück und wollen sich in der alten Heimat ein neues Leben aufbauen. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wir waren ja damals Westbürger, Bundesbürger. Und Bundesbürgern war es nicht gestattet, in der DDR ein Gewerbe zu eröffnen. So. Und
wenn man was will, findet man einen Weg. Und wir haben damals diesen Weg gefunden, dass wir das Geschäft auf den Namen meiner Schwiegermutter angemeldet haben. Ende März ist es dann soweit. Und obwohl die Waren nur mit Westgeld bezahlt werden können, ist der Andrang riesig. Kam eine Dame, die war wohl die Erste, und es war gefragt worden von einem Quelle-Mitarbeiter, wer war denn der erste Kunde? Und da sagte die Frau, eine ältere Dame, das war ich. Und dann bekam sie einen Strauß Blumen und eine Flasche Sekt und war so verdattert und hat gestutzt und hat gesagt, ihre erste Reaktion, nö, ich vertrag doch aber gar kein Alkohol. Dann weitergeben an die Freunde. Ja. Die Eglers erhalten per Post Bestellungen aus der ganzen DDR. Ihr Mut zahlt sich aus. Der große Run war auf Elektronik, Kleinelektronik. Und was uns ganz verblüfft hat, wir haben ja am 29. März 1990 eröffnet. Und am 1. Juli war ja erst die Währungsunion. Dass in der Zeit vor der Währungsunion auch die Leute schon ganz schön viel gekauft haben. Also alle irgendwo ihr Westgeld gespart hatten. Ihr Westgeld geben die Ostdeutschen auch gern bei den vielen fliegenden Händlern aus. Die bringen Waren aus dem Westen. Und manche nutzen die Gutgläubigkeit vieler Kunden schamlos aus. Etwa mit der Masche, ein gewünschtes Produkt könne nicht gleich geliefert werden. Stattdessen bekommt der Käufer ein angeblich gleichwertiges Pfand. Wir hatten dann auch so ein ganz schreckliches Erlebnis. Eine Mitarbeiterin, die wollte unbedingt einen Fernseher haben, der ganz, ganz günstig angeboten wurde. Und wir bekamen angeblich einen Seitenteppich als Gegenleistung. Der erwies sich dann als ein ganz normaler Plastikteppich. Und das Geld war weg und der Fernseher ist nie gekommen. Meine Mutter hat für 200 D-Mark ein Messerset gekauft. Das war keine 30 D-Mark wert. Und die hat gedacht, die hat ein Schnäppchen gemacht. Dieses unglaubliche Vertrauen in alles, was aus dem Westen kam. Das ist eben auch eine Folge der Erziehung und des Lebens in der DDR. Eine Erziehung zum Nicht-Hinterfragen von Dingen, die dann viele 1990 zu Opfern von solchen Drückerbanden hat werden lassen. Mit der Währungsunion sind die Arbeiter und Bauern plötzlich auch für Geschäftsleute der Finanz- und Immobilienbranche interessant geworden. Rund 16 Millionen neue Kunden. Goldene Zeiten für die Vertreterschar, die sich in den Osten aufmacht. Darunter viele schwarze Schafe. 1990 auf dem Neustadtmarkt, da wurden dann Wagen von Versicherungsgesellschaften hingestellt und dort wurden aus dem Wagen heraus Versicherungen verkauft. Und sind so ja Schlangen gewesen, wo die Leute angestanden haben. Ich erinnere mich jetzt noch an einen Fall einer 94-jährigen Dame, der eine Fahrradversicherung aufgeschwatzt worden war, also die hatte auch kein Fahrrad und saß dann weinend bei uns in der Beratungsstelle. Die ersten Verbraucherzentralen werden, wie hier in Leipzig, schon im Frühjahr 90 aufgemacht. Sie haben gut zu tun, nicht nur in Versicherungsfragen. Beratungsbedarf war wirklich enorm gewesen. Die ersten Jahre hatten wir unwahrscheinlich viel mit Zeitungsabos zu tun. Ein Renner waren solche Lama-Wolldecken, die da im Rahmen von Werbeverkaufsveranstaltungen oder Kaffeefahrten verkauft wurden. Es war ja auch im Finanzdienstleistungsbereich. Es wurden Bausparverträge en gros verkauft. Es wurden dubiose Geldanlagen verkauft. Auch in der Immobilienbranche lockt das schnelle Geld. Was sind die vielen heruntergekommenen Gebäude wert? So mancher Ostdeutsche verkauft und bereut es später. Wenn ich daran denke, wie sie den alten Leuten ihre Rückübertragungsansprüche abgekauft haben, mit was von der Gemeinheit. Das ging vor allen Dingen so gut 89, 90, weil da hatte man ja immer noch, wenn die einem 20 D-Mark gegeben, hat man ja immer noch gesehen, oh, das sind ja 200 DDR-Mark. Der Schein war ja noch so wertvoll. Und wenn plötzlich jemand kam und sagte, hier, gib mir den Rückübertragungsanspruch, ich gebe dir 20.000 D-Mark. Viele Geschäftsleute aus dem Westen mieten sich in noble Hotels ein. Wie im Leipziger Merkur werden auch anderswo Hotelzimmer zu kleinen Büros umfunktioniert. Goldgräberstimmung im Osten. Und am Abend lässt man sich verwöhnen.
Alle, die immer Geschäfte gemacht haben, haben sich da drin getroffen. Abends oben kamen dann die Damen dazu. Ich habe immer gesagt, wo geht ihr hin? Wir gehen ins Hotel. Nein, die gehen in den Puff. Also das war schon, wir wussten alle, was da drin abgeht. Die haben alle da drin gewohnt, die Wessis. Schöne blaue Laune hat sie, die müssen wir mit aufnehmen. Über die arroganten Besser-Wessis denken sich die Damen ihren Teil. Auf jeden Fall ist es so, dass man von fast jedem dritten Gast gesagt kriegt, ihr müsst noch viel lernen. Wirklich viel lernen müssen die Verwaltungsangestellten in der DDR. Etwa in den 1990 überall neu gegründeten Finanzämtern. In der neuen Behörde der Stadt Brandenburg ist Ilona Langer plötzlich Amtsleiterin. Sie muss sich schnell um ein neues Dienstgebäude und um einen raschen Umzug kümmern. Mit dem, was wir an Privatautos hatten, also Trabant und Co. und mit Handwagen und alles, was wir so, was irgendwie fahrbar war, haben wir dann genutzt. Die werden vollgepackt mit Akten. Wir haben Stühle, wir haben Schreibtische, alles, was wir greifen konnten, haben wir mitgenommen. Das klingt heute alles ein bisschen abenteuerlich, war es auch. Und wenn wir heute über Steuergeheimnis reden, dann frage ich mich manchmal, oh, was haben wir da so über die Straße gefahren? Mit Unterstützung von Kollegen aus dem Westen nehmen die Finanzämter ihre Arbeit auf. Von geregelten Abläufen aber kann noch lange nicht die Rede sein. Es waren schon chaotische Zustände. Wir hatten ja keine Technik. Wir haben alles mit der Hand rechnen müssen. Und das war schon nicht so einfach. Und Vordrucke, ja, wir hatten ja keine Vordrucke. Schon die DDR-Regierung unter Hans Modrow hatte erkannt, dass bald viele ihren Job verlieren würden. Im April 1990 öffnen die ersten 38 Arbeitsämter. Das Arbeitslosengeld wird noch in DDR-Mark ausgezahlt. Bei den Mitarbeitern ist Pragmatismus gefragt. Die Arbeitsverwaltung brauchte einfach Platz. Und da boten sich eigentlich zwei Typen von Gebäude an. Das waren einmal die Stasi-Gebäude und das waren noch Parteigebäude. Es war ein echtes, mulmiges Gefühl. Also wir haben in der Normannenstraße gesessen. Meine Abteilung war im Erdgeschoss. Da saßen wir die ersten Monate noch hinter vergitterten Fenstern. Mangel herrscht auch an geeignetem Personal. Die Mitarbeiter aus den alten DDR-Ämtern für Arbeit reichen nicht aus. Mancher kam zum Arbeitsamt und hat sich arbeitslos gemeldet und ging raus und war Angestellter des Arbeitsamtes. Aus der Not heraus machen sich viele Ostdeutsche selbstständig. Wie Wolfgang Förster aus Dresden. Als DJ zu DDR-Zeiten verdiente er mehr als ein Betriebsdirektor. Doch nach dem Mauerfall will keiner mehr Musik von DDR-DJs. Weil sein Westonkel Tiefkühlprodukte vertreibt, sattelt er spontan um und stellt 10 Tiefkühltruhen in einem kleinen Laden auf. Aber die Leute kauften das Zeug nie, weil sie nicht wussten, wie sie es aufteilen mussten. Und da bin ich wieder in den Westen gefahren und habe über 100 Mikrowellen gekauft und habe die bei mir im Laden unter Einkaufspreis verkauft. Und seitdem lief mein Laden super. Meine tiefgekühlten Krautwickel waren der Hit. Doch dann macht die marode DDR-Elektrik dem jungen Unternehmer den Garaus. Das Wochenende war die Sicherung ausgefallen, alle Tiefkühltruhen waren aufgetaut und da hatte ich satt. Da habe ich Schluss gemacht. Doch aufgeben kommt für Wolfgang Förster nicht in Frage. Nach der Pleite im Tiefkühlgeschäft besinnt er sich auf alte Tugenden und mietet für 500 DDR-Mark eine Ruine an. Mit meinem Volvo und dem Anhänger habe ich die Steine gefahren und habe dort die kleine Nachbar ausgebaut, die Nachbar Klacks mit 60 Quadratmetern, sodass ich dann wirklich alles bei mir hatte. Also hat sich alles getroffen. Bankräuber, Bankvertreter, Versicherungsbetrüger, Versicherungsvertreter. Also wenn ich dann denke, was wir damals für Champagner verkauft haben und überhaupt was da ablief. Also das waren goldene Zeiten. Das gilt nicht für alle Gaststätten in der DDR. Vielerorts bleiben die Kunden aus. Gute Ideen sind gefragt, so wie sie Michael Weichert aus Leipzig hat. Noch zu Ostmarkzeiten kommen westdeutsche Busreisegruppen zum Frühstücken in sein Lokal. 5 D-Mark verlangt er pro Nase. Was natürlich in Ost umgerechnet unwahrscheinlich viel Geld war für ein Frühstück. Und die schönste Nummer war, dass ich dann meinen Trabi auf dem kleinen Platz neben der Kneipe für 5 D-Mark zur Verfügung gestellt habe zum Probefahren. Und da haben die Schlange gestanden, ja. Und wir haben gut dabei verdient.
Viel zu schnell teilt sich die Bevölkerung in Gewinner und Verlierer der Einheit. Ostdeutsche Produkte verschwinden aus den Regalen der Supermärkte. Wo ist denn hier von der DDR-Landwirtschaft oder was? Nun bringt ihr mal das im Fernsehen. Die verbrennt draußen das Getreide und schaffen die Milch in die Gusse. Das soll erstmal abgestellt werden und das sagt mal euren Kohl drin. Echte Demokratie heißt auch Wahlkampf. Helmut Kohl verspricht den Ostdeutschen blühende Landschaften und treibt die schnelle Einigung voran. Sein SPD-Konkurrent Oskar Lafontaine ist da zurückhaltender und verliert die Wahl Anfang Dezember. Kohl geht als Kanzler der Einheit in die Geschichte ein und wird noch bis 1998 im Amt bleiben. Wir begrüßen den Kanzler der deutschen Einheit, Helmut Kohl. Während der Wahlkampf in vollem Gang ist, machen im Osten hunderte marode Betriebe dicht. Nach 40 Jahren Planwirtschaft sind viele nicht mehr konkurrenzfähig. Anderen brechen plötzlich die Absatzmärkte weg. Besonders hart trifft es schon im Sommer 1990 die ostdeutschen Bergleute im Harz und in Thüringen. Für sie bringt die Einheit Entlassungen und Kurzarbeit. Die Kumpels hatten Wut, weil sie ja auch für ein neues System gekämpft hatten. Damals auf die Straße gegangen, die friedliche Revolution. Aber man wollte keine Problematik, dass die Arbeitsplätze weg sind, dass die Arbeitslosigkeit kommt. Die Bergleute wehren sich mit Hungerstreiks, Betriebsbesetzungen und Straßenblockaden. Die Kumpel erzwingen immerhin Übergangslösungen und ein Teil kommt später in Auffanggesellschaften unter. Aber der Preis der Einheit ist für sie besonders hoch. Zur Wende waren 32.000 Beschäftigte. Man muss sagen, dass rund 24.000 ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wenn man das so sieht, sind wir schon ganz schön über den Tisch gezogen worden. Innerhalb von 7 Monaten steigt die Arbeitslosenzahl in Ostdeutschland von 142.000 auf 642.000 am Jahresende. Also auf 7,3%. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ende des Jahres 1990 hatten wir insgesamt, wenn man die offene und verdeckte Arbeitslosigkeit zusammenzählt, 2,5 Millionen Menschen ungefähr, die faktisch keine Arbeit hatten. Die Euphorie zwischen den Zeiten schlägt vielerorts in Frust um. Dem Taumel folgt Ernüchterung. Doch die große Mehrheit ist vor allem froh über die neue Freiheit und neue Chancen. Das letzte Jahr der DDR, für viele, die es erlebten, war es tatsächlich das Jahr des Wilden Ostens. Wilder Osten, es war eine tolle Zeit, ich habe das geliebt. Ich fand das ganz klasse. Eine anarchische Zeit, aber für viele im Rückblick auch eine schöne Zeit, weil plötzlich schien die Welt nach vorne restlos offen zu sein. Es war eine große Aufbruchstimmung und dass ganz viele Leute durch die neue Situation auch Mut bekommen haben und ganz einfach gesagt haben, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt. Darauf können die Bürger in der DDR stolz sein. Keine Regierung hätte geschafft, was sie geschafft haben. Nämlich, dass die SED die Waffen streckt. Ich hoffe, dass wir die nächsten 25 Jahre sagen, Ossi, Wessi, nein. Deutsche, ja.